Also ich habe meine Lieblingsstreamerin, Pokémon, und ich frage Pokémon regelmäßig, ob ich an ihren Füßen riechen darf, aber sie ignoriert mich. Die haben schon 4 Accounts gemacht, die haben mich immer blockiert. Time to get toxic. Yes, richtig, wir werden wieder, Chat, wir werden wieder toxic. Was ist los? Was ist passiert? Und zwar wurde mir ein Video in meinem Discord reingespült. Ich habe einen Kanal, wo ihr mir Reaction-Vorschläge reinhauen könnt. Und da wurde mir ein Video reingelassen, das heißt, mein Problem mit Yu-Gi-Oh! Vom guten YouTube-Kanal namens Get Cloud. Von dem her, gucken wir doch einfach mal. Aber Niska, warum sagst du Time to get toxic? Well, das letzte Mal, als so ein Video hochkam vom guten Freak, haben wir darauf reagiert und mir wurde vorgeworfen, dass seine Kommentarsektion mit Toxic-Kommentaren und so weiter und so fort gefüllt wurden. Und eins vorab, ich will keinen Hass schüren. Wenn wir uns das Ganze angucken, er hat sein Problem mit Yugi, I don't know, keine Ahnung. Ich gucke mir das Ganze an. Ich werde nicht liebevoll argumentieren, auch wenn jemand kleiner ist. Punkt, das ist schon was vorab. Das zweite ist, ich werde sachlich sein. Dritte, kein Hate, kein irgendwas. Definitiv. Möchte schon mal mich absichern, bevor es heißt, der tritt nur auf kleineren rum. Nein, ist nicht meine Intention. Die Leute wollen Aufmerksamkeit durch YouTube-Videos, dann rechnet damit, dass man auch als Streamer darüber stolpert. Und ich würde sagen, mit den Worten gehen wir auch schon direkt rein. Sofort, ihr Süßen. Herzlich willkommen zu diesem kleinen, etwas anderen Video als zumindest sonst hier auf dem Kanal. Ich würde heute gerne nämlich mit euch ein bisschen, nennen wir es Real Talk machen, denn ich baue gerade ein Labyrinth Deck. Das ist das erste Meta-Deck, was ich mir jemals baue. Ihr wisst, sonst bin ich eher so in der fischigen Richtung unterwegs oder in der Sushi-Richtung unterwegs. Also das muss man schon mal sagen, definitiv. Von Anfang an finde ich, der Mann ist nicht nur so ein, früher war alles besser mit dunkler Magie und Co., sondern er sagt rein, ich baue mir Labyrinth und davor habe ich Goti und Sushi gespielt. Das heißt, der Typ hat legit Ahnung von Yugi zu einem gewissen Punkt. Also er kennt die Mechaniken und alles Mögliche. Gehen wir mal rein. All die coolen Sachen. Und jetzt habe ich gesagt, okay, komm, ich will mal ein Deck haben, bei dem ich mal so richtig durchstarten kann. Und das ist Labyrinth. Da baue ich gerade dran. Es macht Riesenspaß, diese neue Engine zu entdecken und so weiter und so fort. Aber mir ist dabei eine Sache aufgefallen, die mich bei Yu-Gi-Oh! Insgesamt irgendwie in den letzten Jahren stört. Und das ist nicht, dass das Spiel komplexer geworden ist. Das ist nicht, dass das Spiel sich verschnellert oder verändert hat. Darum geht es gar nicht. Okay, das, oh mein Gott, das ist ja mal jemand mit einer guten Meinung, habe ich das Gefühl, dass er sagt, boah, ich habe kein Problem damit, dass es schneller und komplexer wird. Finde ich geil. Jetzt bin ich gespannt. Denn selbst Wiedereinsteiger, ich habe damals zu, nicht GX, das habe ich noch mitgemacht, aber 5Ds bin ich damals ausgestiegen und jetzt erst seit einem Jahr ungefähr wieder mit dabei und ich musste alles lernen und so weiter. Aber eine Sache, mit der ich irgendwie nicht klarkomme, ist, dass, wenn ich mir diese Karten hier mal so ansehe, dass das alles irgendwie kleine Mädchen sind und Waifus und Lollis und so weiter. Und da dachte ich... Oh, okay. Er beschwert sich über das DTV-Syndrom. Ich rede ich mit euch mal einfach drüber, weil wir fangen ganz vorne an. Das Problem ist, da kann ich jetzt noch nicht mal drauf gehen. Da kann ich nicht mal drauf... Moment. Wer mich kennt, weiß, dass ich, was das betrifft, ich hasse Lollicon. Ich hasse alles, was mit Lolli zu tun hat und alles Mögliche. Und da muss ich halt sagen, ja, I get this point. Wobei, so schlimm ist es nicht. Labyrinth ist keine schlimm, aber ne. Stellt euch einen kleinen Atlas vor. Der ist in seinem Grundschul, in der Grundschule, auf dem Pausenhof und spielt mit seinen Freunden Yu-Gi-Oh! Und zwar das erste Set. Da hatte man den dunklen Magier, den weißen Drachen und den herbeigerufenen Totenkopf und so weiter. Das waren irgendwie richtige Monster noch. Und mir geht es gar nicht darum, dass es... Okay, ich weiß jetzt, wo es hinauslaufen wird. Wir haben... Also, ja, damals die Artworks, die waren ein bisschen rougher und alles mögliche. Also, früher waren die Artworks ein bisschen brutal. Zu Deutsch, die haben schlechtere Grafikdesigner gehabt als heutzutage. Also, ist halt leider so. Alles, was damals grafikdesignermäßig war, war halt einfach nur Höhlenmensch. So zu den Artworks, was sie hatten im Vergleich zu heute. Das ist jetzt einfach nur nebenbei Personal Preference. Und ja, der gute Julio ist im YouTube-Chat mit drin und sagt auch Snake Eye, richtige Lollis. Ja, voll. Ich finde auch Populus könntest du direkt in so ein Waifu-Kleid reinstecken.
jetzt irgendwie neue andere Monster gibt und alles hat sich verändert, sondern vielmehr so eine Art Identität des Kartenspiels, die sich verändert hat, wenn ihr versteht, was ich meine. Also früher war das ja dunkler, düsterer etwas, ne? Ritual, was gemacht wurde, diese alte Ägypten-Thematik, die irgendwie fast vollständig vergessen wurde und nach in das Spiel. Ich bin Gott froh, dass diese alte Ägypten-Thematik sich nicht so krass durch Yugi durchzieht. Es gibt Horus, literally Horus, ein Archetype, der da so heißt. Und, naja, wir werden wahrscheinlich bis an unser Lebensende Dark Magician Support bekommen und es wird irgendwie Atem oder sowas haben. Hier kamen dann immer mehr Mädchen rein. So, ich meine, klar, wir haben das Dark Magician Girl als Original-Waifu. Okay, das ist eine, aber sie ist auch eine krasse Zauberin, so, nicht? Und wir hatten natürlich... Krasse Zauberin. Ich glaube, es gibt nicht einen einzigen Kontext, der mir spontan einfällt, wo Dark Magician Girl in irgendeiner Art und Weise viable oder sinnvoll ist. Die einzigen Leute, die Dark Magician Girl spielen, das sind halt auch die, die sagen... Also ich habe meine Lieblingsstreamerin, Pokémon, und ich frage Pokémon regelmäßig, ob ich an ihren Füßen riechen darf, aber sie ignoriert mich. Die haben schon 4 Accounts gemacht, die haben mich immer blockiert. Also das sind die einzigen Leute, die sagen, ja, Dark Magician Girl muss man spielen. Auch die Harpien, die ihr alle kennt und die ich ja auch gerne spiele tatsächlich. Aber auch das waren irgendwie noch krasse, also das waren keine Frauen, die man irgendwie mega attraktiv fand, sondern das waren... Die versteht das eine, ja, ist halt leider so. Auch Monster halt, ne? Vor denen man auch irgendwie Angst hatte, als Kind zumindest. Keine Ahnung. Aber wenn man sich jetzt Decks wie Pearly anschaut oder Trap Tricks oder so, was, ich meine, was ist das? Und eine Sache, mit der ich halt tatsächlich dann im Zuge dessen Schwierigkeiten habe, ist nicht nur, dass das irgendwie... eine weirde Ästhetik angenommen hat. Ich will euch das nicht kaputt machen, wenn ihr das selber feiert, so, ne? Feiert das gerne, aber für mich ist es halt... Und ich bin der Meinung, wenn du Trap Tricks wegen den Artwork feierst, Bruder, geh in Knast. For real. Amerensis, same shit. Dennis, es tut mir leid, ne? Aber ich habe auch kein Problem damit, wenn du halt bei der Polizei anrufst, dass ich halt Draw Summer Main zu einem Solo-Projekt mache. Oder wir machen es halt Draw Summer Main aus der JVA heraus. Also, ist leider so, wie es ist, aber gut. Hören wir mal das ganze Bums mal kurz ein bisschen rein. Nichts, ja. Aber ne, eine weirde Ästhetik, in meinen Augen zumindest, was eine weirde Community irgendwie anspricht, zu der ich ja auch zum Teil gehöre, ja. Aber, schaut euch das mal von außen an. Schaut mal von außen, für jemanden, der nicht versteht, wie komplex dieses Spiel ist, der nicht versteht, wie viel Spaß es machen kann, Decks zusammenzustellen, Strategien auszuüben und so weiter, sondern nur von jemandem, der von außen drauf schaut. Und der sieht das hier. Okay. Ich verstehe seinen Punkt, den er hat. Und da muss ich leider... komplett widersprechen zum gewissen Part. Was er sagt, er kann mit dieser süßen kleinen Anime-Mädchen-Ästhetik nichts anfangen. Da hat er 1-2 Decks, die momentan gespielt werden. Das erste ist Labyrinth, das zweite ist Trap Tricks. Und Trap Tricks ist halt absolut Dogshit, ist nicht viable. Im Metagame, im Local Level ist wieder was anderes. Und dann hast du halt Labyrinth, was wahrscheinlich das beste Deck im ganzen Format sein wird. Aber das ist halt ein Deck. Und dann hast du halt weiterhin Decks, naja, wie Horus. Dann hast du als nächstes noch Branded, was ja komplett auf den inneren Emo-Boy anspricht, den ganzen Kram. Dann hast du Runik, ich sehe da jetzt auch keine kleinen Mädchen. Und wenn du mir sagst, Huggin, cool, nice, dann hast du eine Karte davon, weißt du? Also Huggin würde ich da jetzt auch nicht wirklich mit reinzählen. Dann hast, gehen wir auch mal weiter... Den ganzen Gelöt hier, alles was mit Feuer zu tun hat. Ja, da hast du einmal die Diabelstar, die würde ich jetzt auch nicht unbedingt als Waifu einzitteln. Sowas Lollicon-Zeug, das geht da nicht rein, bin ich der Meinung. Dann hast du wirklich diese kompletten Snake-Eye-Kram, den würde ich da auch nicht mit reinzählen. Es gibt so viel Zeug, alles um Visa Starfrost herum.
hat auch nichts mit diesem ganzen Lollicon zu tun und sowas. Also ich bin der absoluten Überzeugung damit, also ich verstehe seinen Punkt bis zu einem gewissen Grad. Aber das ist halt in meinen Augen nur, wenn du siehst das halt nur, wenn du das sehen möchtest, dich so fokussiert auf diesen einen Bereich. Ja, es muss mittlerweile halt auch Artworks geben, die die breite Masse ansprechen. Du willst halt nicht nur die Kellerkinder von früher haben, du willst es auch die fußschnüffelnden Kellerkinder heutzutage haben, die halt auf Waifu stehen. Sorry, Dennis. Aber so hast du es halt einfach. Du musst irgendwo der breiten Masse ansprechen und du musst halt wirklich Frauen abholen. Und wir haben es geschafft, von ganzen 0 Frauen auf 5 Frauen innerhalb der Community zu kommen. Good job, Konami. Leute ranholen und das Ganze. Und das mit den alten Artwork geht's nicht, mit dem modernen Kram geht's. Aber der moderne Kram ist ja nicht nur kleine Mädchen. Das ist ja diese kleine Mädchen-Artworks, das ist ja nur ein kleiner, spezifischer Part. Das ist ja nicht das große Bild. Du hast 2-3 Leute, die solche Artworks haben. Ja, ich meine 2-3 Decks, die diese Artworks haben. Aber der Großteil ist nicht so tatsächlich, muss man das halt auch sagen. Und das ist Labyrinth. Ich verbinde damit den Labyrinthpanzer und den Schatten des Labyrinths. Und klar, ne, Gate Guardian hat ein neues Dings bekommen und so weiter. Aber darum geht's gar nicht. Aber ich glaube, ihr versteht den Punkt. Ja. Es ist einfach so diesen Shift von, klar, es kann ja Anime-Style sein, aber muss es wirklich das sein? Really, Digga? Weiß ich nicht. Ja, also. Ich weiß jetzt nicht, wo das Problem ist. Ich finde, Yugi, du kannst Yugi vieles vorwerfen. Du kannst Yugi vorwerfen, Power Creep, zu kompliziert. Also wirklich, wir haben ja massive Preisprobleme gerade mit Yugi. Alles valide Punkte, muss man sagen. Aber dass wir halt so zu Waifu sind und dass wir halt so zu, I don't know, nicht brutal enough sind oder sowas oder cool genug oder keine Ahnung, wir sind halt kein Bakugan oder sowas. So ein Argument, das kann ich so tatsächlich nicht stehen lassen. Hört sich ein bisschen nach Yugi Boomer an. Ja und nein. Ja, zum gewissen Part schon. Ich verstehe ja, was du meinst. Und ich finde, du kannst Yugi vieles vorwerfen, aber dass es halt zu kleine Mädchen ist und alles mögliche, finde ich nicht. Klar, Top-Decks müssen nicht alle Waifus, also hast du schon viele Themen wie Marin's the Sky Striker, Dragonman. Ja, so, du hast, okay, gehen wir mal kurz rein. Klar, Top-Meta-Decks sind nicht alle Waifu, aber wie ist das zu sehen, wie Marin's the Striker, Dragonmaid. Sure. Marin's the Striker, Dragonmaid, Labyrinth. Und dann hast du noch Trap-Tricks. Aber für jeden Waifu-Archetype, erstens, alle, wo du vorgelesen hast, sind Dogshit durch die Bank weg. Striker, Dogshit. Marincess, Dogshit. Dragonmaid, Dogshit. So, Trap Trick, Dogshit. Die sind nicht gut. Die sind nicht gut. Mikanko ist jetzt auch Dogshit. Tierlement. Tierlement ist, okay, kannst du noch so als okay durchgehen lassen. Kann man jetzt nicht unbedingt als, wenn ich ehrlich bin, ich habe keine Ahnung, wo Tierlement gerade ist. Dann haben wir jetzt noch Labyrinth, Tier 1. Absolutes, wahrscheinlich das beste Deck. Aber im Endeffekt, so die ganzen guten Decks, die sind nicht so, finde ich. Überhaupt nicht, kann man das nicht so verallgemeinern. Mach am besten mal eine Meta-Analyse und alle Waifu-Tests. Ja, wir machen Julio, aber in degeneriert. Wir machen dann am besten, und zwar bei uns ist nicht, was ist das beste Deck, sondern das Deck mit den Artworks, wo du am besten an den Füßen riechen willst. Und das dann halt noch. Und dann so food-sniffable Decks und dann halt davon die besten, ne? Dann können wir so das machen. I guess. Oh Gott. Und jetzt will ich ja nicht nur nörgeln, sondern, lieber Konami, passt auf, ja? Ich habe mal jetzt einfach Karten genommen, an denen ich gerade rumbastel und habe mit der Hilfe von Magie eine Alternative sozusagen rausgebaut, von der ich finde, die den ursprünglichen Stil von Yugi. Hast du mal Ponyx angesehen, wie der Alpha wirkt auch nicht? Oh, dieses ein bisschen düstere, erwachsene Themen und nicht dieses ganze Waifu-Zeug auffängt. Und naja, schaut mal. Oder Welcome Labyrinth. Guck mal, wie geil das aussehen könnte, wenn wir dieses Verkindlichte irgendwie weglassen. Wenn wir ja bedenken, dass die meisten Leute, die Yu-Gi-Oh! Spielen, ja dann doch Erwachsene sind. Und wenn ein paar Kinder dabei sind, mega cool, ja. Aber es ist ein unfassbar komplexes Spiel.
Und ich glaube, wenn sich eine Ästhetik irgendwie an Waifu-Liebhaber und Kinder richtet, dann weiß ich nicht. Ich vermisse einfach das alte, düstere, dunkle Yu-Gi-Oh! Also machen wir doch gleich Magic draus. Ja, exakt. Also ich glaube, was der will, ist doch eher so Magic Artworks, habe ich das Gefühl, beinahe oder sowas. Also geht so in die Richtung Magic. Also würde jetzt gerne mal einen Vergleich zu Magic sehen. Ja, also ich habe halt keine Ahnung, wenn ich jetzt Magic-Karten eingebe, ich weiß nicht, ob ich auf irgendwas Ding rauskomme, was irgendwie viable ist. I don't know about this one, Chief. Yugi hat schon immer von der Anime-Ästhetik zu einem gewissen Grad gelebt. Ich weiß nicht, jedes Deck hat irgendwo, aber das ist halt einfach Konami. Konami ist eine japanische Firma. Also, bevor du jetzt sagst, boah, also, Yugi ist da schon mir zu, na, also, Yugi ist mir schon zu kleine Anime-Mädchen. Da möchte ich einfach nochmal kurz einwerfen, es gibt das sogenannte Schwarz-Weiß-TCG. Und wenn du an Füßen riechen möchtest oder Anime-Girls spielen willst, dann ist das dein TCG. Also, ich bin der Meinung, also Yugi ist nicht hier. Wenn Yugi hier landet, dann kannst du das Ganze, dann gehe ich da mit. Dann gehe ich da komplett mit. Also, wenn, aber... Na, Chat, also,